So, da bin ich wieder. Ja. Aha. Merkmale der Tierarztklinik. Was könnte man denn für Merkmale nehmen? Fruchtbarer Boden. Okay. Ist schon mal ganz gut. Inselgeister, nein, heimisch, gute Schule. Okay. Und jetzt der letzte. Heimgesucht, nein, guter Boden. Apartment Atelier. Ah, hier geht's ja noch weiter. Party Location, romantisch, schmutzig, schnelles, Teenie. Natürliches Licht einfach, oder? Kobolde, Lernort. Gut, dann ist das auch schon mal erledigt. So, Grundstückart. In der Galerie ansehen. Nee. Anforderungen, die sind auch durch. Ich habe das eigentlich erstmal, das habe ich zumindest gemacht. Geistloses Grün. Tierarzt. Praxis. Nee. So. Meyers TV. So. Okay, Kühlschrank ist da. Aber irgendwie fehlt noch was. Irgendwie fehlt noch was. Der Herd fehlt noch. So. Gut. Klassischer moderner Herd. Ich stell den einfach mal so hin. Denn du kommst dann hier hin. Ich sollte mal ein bisschen überlegen, die Spüle fehlt auch noch. Ja. Nimm ich die Spüle. So. Ah, geht noch nicht. Okay, dann nehme ich die Spüle gleich neben dem Herd. Und noch irgendetwas? Alarmmelder? Dazu muss ich jetzt auch mal die Wände hochmachen. Gut. Das kann dahin und das Ding kann dahin. Und du kannst Objekte überschneiden. Gut, dann gehst du hier hin. Und dann ist es dieses Grundstück hier quasi frei. Okay. Jetzt müsste er nur noch quasi den Beruf des Tierarztes machen. Ich werde ihn aber noch einen Schreibtisch ins Zimmer stellen. Hier zum Beispiel. Da, wo er seine Tiere auch untersucht. Ja, hier, wo er seine Tiere untersucht, kann er dann auch nochmal an den Schreibtisch gehen. Mit einem Computer gebe ich ihm einen Laptop. Also wirklich, was soll denn der ganze Mist? Minicomputer, Hauptsache irgendein Computer. Und, oh, schalte Level 10 der Wissenschaftskarriere frei. Er muss also Wissenschaftler werden. Gut, dann werde ich auf jeden Fall nochmal, ja, den Beruf wechseln und dann, dass er Wissenschaftler wird, damit er diese Tierarztpraxis weiter betreiben kann. Und ja, dieser Raum ist eigentlich riesig. Ich weiß ja nicht, wie ich diesen nutzen soll. Werde ich dann sehen. Ganz einfach. Hier draußen. Um die Zeit jetzt noch zu nutzen, gehe ich einmal mal hier drauf und gehe ich einmal mal auf. Paco gehört keiner Organisation an. An der Universität eingeschriebene Sims können beitreten, indem sie ein aktives Organisationsmitglied fragen. Okay. Organisation.
einer Gruppe beitreten. Abtrünnige, Avant, Idiote, wollte ich gerade sagen. Abtrünnige. Du liest es in Botschaften feingeistiger Literatur. Die Welt steckt voller Geheimnisse. Nicht qualifiziert. Die wollte ich ja nehmen. Für Einladung bewerben. Oh, ich nehme das hier. So, ja, werde da sein. Dann soll er mal da hingehen. Das Grundgerüst der Praxis ist ja erledigt. So. Na, wird das mal was? Die Melodie ist immer schneller als man denkt. Da hat man immer das Gefühl, dass der Ladebildschirm jetzt aufhört. Na, so. Eine Gruppenversammlung einberufen. Dann soll er mal. Seine Bedürfnisse, wie geht's denen? Ja, ihnen geht's gut. Freundlich vorstellen. Nee, 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 nicht sitzen hier, du Faulhund. Ach Gott, ich muss mal die Wände nach unten machen hier. Weil man hier sonst niemanden sieht. Freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen. Auch freundlich vorstellen. Und wer ist das hier? Bist du jetzt schon Follower? Hallo. Echt jetzt? So. Meine Güte. Der soll nicht immer sitzen. Meine Güte, das ist schrecklich. Das soll mal was machen. Nein, weg. Gut. Auch über Interessen reden, genau. So, freundlich vorstellen. So, bei manchen muss man echt fünfmal draufdrücken, damit er überhaupt mal reagiert. So, diese Runde gilt es dem freundlich vorstellen. Und dir auch. So, allen freundlich vorstellen. Sind alle glücklich, das ist schon mal gut. Auch freundlich vorstellen. Es schneit hier wunderbar. Und jetzt schaue ich mal zu, was die hier so reden. So. Oh. Also, ich sammle hier einen Pluspunkt nach dem anderen. Aber es ist erstmal okay. Vorher waren sie erstmal glücklich. Er möchte einen Computer haben. Was wollen die anderen? Sie möchte ein Buch. Ich gehe mal ein bisschen raus. Er möchte auch ein Buch haben. Ihm ist langweilig oder auch nicht. Aha, zu spät. So, da bleibt doch mal da. So, sie freut sich über den Schnee. Und was macht er? Er geht jetzt zu den anderen. So, auch freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen. Und freundlich vorstellen. Und dir auch. So, da hast du halt mal genug Aufgaben. Gut. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, finde ich. Das war erstmal die Milch im Kaffee drinne gewesen, wie man hier gesehen hat. Und Mama hat jetzt die Tasse in die Spüle gestellt. So, wenn diese drei durchgelaufen sind, gehe ich erstmal meine kleine Pause. So. Ah, okay, die hat es daneben gestellt. Das sieht bloß ein bisschen merkwürdig aus. Gut. Ja. Aber er versteht sich ganz gut. Sind alle glücklich, wie man hier oben sieht. Lockere Unterhaltung. Er hat jetzt noch drei vor sich. Und ja. Mal gucken, wie lange es dauert. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln.
Wartet noch mal was? Oh, ich mach mal hier aus. Ich versuche gerade hier hinter zu stecken. Ach, die reden über eine Kommode. Reden die gerade über ihr Schlafzimmer? So. So, er, die eine möchte irgendwas malen. Er sucht jetzt die anderen. Die sind wahrscheinlich. Ja, er sucht die gerade, sonst wird er ja nicht von links nach rechts laufen. Aber ich glaube, der hat das wieder eingestellt. Weil er ist aber ganz woanders. Da ist er. Vielleicht kommt er ja auch zu ihm. Nee, da stampft er weg. Der sieht aus wie ein Dinosaurier, der schlechte Laune, der schlechte Laune hat. Ja. Der ist wütend. So sieht er auch aus. Angespannt, glücklich, angespannt, immer noch wütend, energiegeladen und er ist, ja, ihm ist unwohl, weil er seine Blase drückt. Und wenn er damit fertig ist, kann er auch mal auf Verwenden gehen. Und hier ein Toilettenstreich. So. Was macht er denn da? So. Du weißt schon, wo die Toilette ist, in die andere Richtung. Geh doch mal. Na komm, lauf vorbei. Das schaffst du ja wohl noch. Und dann lasse ich mal zum Wissenschaftler werden, damit er auch die restlichen Sachen beim Dings bekommt. Beim, hier bei seiner Tierarztpraxis. So, wie sieht denn das hier aus? Wow, ist das eine wunderschöne Ecke. Die Häuser gefallen mir total. Das wären noch Häuser für mich. Gut, er ist fertig. Der setze ich jetzt dahinter. Ich finde noch den Toilettenstreich. Und dann kann ich ausmachen. So, genug Hände gewaschen. So, mach jetzt endlich mal den Toilettenstreich. So, ja, das war's erstmal. Ihn schicke ich jetzt erstmal nach Hause. Und ich verabschiede mich damit bis zur nächsten Folge und viel Spaß noch.